Hallo zusammen. Genau, ich bin Miro Dietiker, Präsident von Drupal Schweiz. Das heißt Drupal Events, die Organisation. Es gibt auch eine globale Association und ich habe die MD Systems mitbegründet, einer der aktivsten Contributor weltweit an dem Drupal-Ökosystem. Drupal selbst versteht sich, man sagt, Content Management System, wir verstehen uns mehr als ein Framework. Ich erkläre das nachher genauer, auch die Positionierung gegenüber anderen Content Management Systemen. Genau, die Zahlen sehen ein bisschen verhältnismäßig klein aus. Tatsächlich aber ist Drupal eines der größten globalen kollaborativen Open Source oder Free Software Ökosysteme überhaupt. Und an Drupal 8 Core, und wir sprechen jetzt nicht von registrierten Entwicklern, sondern an Drupal 8 Core haben 3200 Entwickler mitgearbeitet, 1200 Firmen am Innovationszyklus, um das zu releasen. Wir sprechen dann von mehreren hundert 1000 Entwicklern, die dann registriert sind, und von einem für Drupal 8 selbst 4000 Module, die auf Drupal.org zum Download frei verfügbar sind, respektive 40.000 Module, wenn man auch frühere Versionen von Drupal 7 betrachtet. Und auf GitHub gibt es noch viel, viel mehr runterzuladen. Global knapp 5% aller Websites, die quasi mit Drupal powered sind. Und da ist ganz klar auch Drupal eher das globale quasi Phänomen, wo vielleicht Hypo3 sehr stark in DACH, also Raum, vertreten ist. Ganz klar, wir sprechen von freier Software, eben alles ist GPL-released. Für uns ist das Ganze, das Thema ist eben, wenn wir ein Framework sind für große Projekte, Scalability, schnell zu sein. Da wurde mit Drupal 8 ein ganz neuer Milestone gelegt, weil diese Lösung auch out of the box wirklich super skalierbar ist und in den großen Enterprise-Systemen performt. Und wir haben eine Security Maintenance auf Drupal.org, das heißt, quasi alle Module, die wir releasen, wird auch durch ein qualifiziertes Security-Team transparent informiert, wenn ein Problem auftritt, und das Deployment quasi sauber durchgeführt, dass auch wirklich jeder informiert wird, dass da Handlungsbedarf besteht. Die Verwendung, es sind unglaublich viele, also von Medienhäusern, von Government, von E-Commerce-Plattformen, also man kann eigentlich alles mit Drupal bauen, vor allem Drupal definiert nicht, wie es aussieht. Also nur weil sie denken, ich habe einen Anspruch an das Design, kann man eigentlich alles damit machen. Drupal ist das Framework, ich kann es auch hier schnell zeigen. Die Kernfrage Ihres Drupal-Projektes ist, wie modelliere ich meinen Inhalt? Welche Inhaltstypen brauche ich, welche Felder brauche ich, wie möchte ich mit Inhalt arbeiten? Und danach quasi kommt eben, also ich setze damit die Standardfunktionen, die Standardtools ein, um dieses Modellieren des individuellen Systems zu machen. Dadurch entsteht aus dem Framework das Content Management System, mit dem Sie letztlich arbeiten. Und die Kernfrage dann ist auch der Pain Point, weil Drupal out of the box eben nicht einfach verwendbar ist, sondern weil eigentlich jedes individuelle Projekt auch ein individuelles Design benötigt und es out of the box eben nicht fertig verwendbar ist. Und das war es auch schon. Herzlichen Dank.